Hallo und willkommen beim nächsten Let's Play zum Spiel Cube World, das sich gerade in der Public Alpha Phase befindet. Mein Name ist Stefan und ich möchte euch weiterhin die Abenteuer zeigen, die ich hier lebe. Ja, ich bin immer noch Level 1. Wir haben gestern festgestellt, dass es ziemlich lange dauert, bis der Charakter sich weiterentwickelt. Und mal schauen, wie wir gelandet sind. Wir haben 1940, entweder wird die Zeit gespeichert oder ich habe es genau ungefähr geschafft, hier jetzt noch schon spät einzulocken. Jedenfalls haben wir jetzt gerade das Phänomen, dass es Nacht wird. Suche jetzt irgendwas Neues zu finden. Sehr gut wäre es, wenn wir eine Sägerei finden würden. Ich habe ja Holz gefunden, aber kann es nicht verarbeiten. Die Käfer sind, glaube ich, zu stark. Ja, orange, rot. Wie gesagt, obwohl es nicht Minecraft ist, ist es aber auch auf die Herausfindbasis hingestellt. Man muss wirklich alles selber herausfinden. Auf drei Gegner gleichzeitig versuche ich es besser mal nicht. Wir haben herausgefunden inzwischen, dass wenn ich hier die Statue anspreche, dass ich hier speichern kann. Also wenn ich sterbe, ich hier starte. Jedenfalls haben wir herausgefunden, dass man von allen Items nur einen Stack tragen kann anscheinend. Oder zumindest bei von gewissen bis jetzt. Darum habe ich gestern fleißig Ananas gesammelt, diese gleich zerlegt und wieder neue Ananas, die ich dann nachträglich zerlegen kann, damit ich genug Essen habe. Somit habe ich jetzt auch genug Essen, das Problem war nicht. Die Wolle, die ich jetzt gerade aufgelesen habe, die kann man verarbeiten, sofern man ein Spinnrad findet oder bauen kann. Rezepte habe ich dafür noch nicht gefunden. Die habe ich ja hier, ich kann Bogen herstellen, fehlt mir allerdings, wie gesagt, die Schnur, die ich nicht habe. Hier könnte ich eine Rüstung herstellen. Fehlt mir die Schnur, die ich nicht habe, weil ich mit dem Spinner abfehlt. Hier kann ich kochen, habe ich schon was gemacht. Hier fehlt mir eine Flasche, die ich Heiltränke machen könnte. Ja, für Wasser benötige ich eine Glasflasche. Okay, da kommen die Monster besser wie weg. Ich habe langsam das Gefühl, es wird ziemlich sehr, sehr dunkel hier. Jetzt ist die Frage, hier gibt es ein Bett, glaube ich. Ich versuche mal zu schlafen. Vielleicht, okay, was ich gerade gesehen habe, wenn ich schlafe, regeneriert sich, meine Lebensenergie. Aber es ist nicht so wie in Minecraft, dass die Zeit wirklich schneller läuft. Und wenn wirklich nur minim. Ja gut, sie läuft ein bisschen schneller, aber das würde ja die Spieldauer nur nur ziemlich lange hinzögern. Ich muss jetzt allerdings feststellen, dass es hier ziemlich dunkel wird. Ich würde behaupten, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt des Videos und ich werde dann gleich wieder weitermachen. Ihr werdet von davon nicht viel mitkriegen, weil ich das schneide, wenn es wieder Tag geworden ist. Von daher bis gleich. So, hier sind wir wieder. Inzwischen ist es wieder Tag geworden. Wir haben jetzt 4:30 morgens Zeit zum Aufstehen und wieder weiterzumachen. Also ist definitiv so, in der Nacht ist es stockdunkel, man sieht wirklich nichts irgendwie, also wenn es da nicht möglich für eine Fackel oder so gibt, sehe ich das Spaß, dass man in der Nacht überhaupt was machen kann. Wie gesagt, ich habe hier eine Klasse Jäger gewählt, man kann auch Kriege machen. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen einfacher so vom Anfang, wenn man ein bisschen Entfernung kämpfen kann. Habe ich glaube eine Rüstung aufgenommen.
benötigt Power 15. Ja, Power 1? Oh Gott. Gut, okay. Die Fabrik macht zu Power. Für einen anderen Spieler. Ja, ich mal schauen, vielleicht erhöht sich die Power schneller als pro Level. Also wenn ich jetzt Level 15 machen muss, bevor ich deine Rüstung tragen kann, ist da irgendwie nicht so toll, würde ich mal so behaupten. Ja, die Welt ist auch unendlich, also das heißt, ich kann hier unendlich laufen. Es werden aber so nach Minen geschafft werden, so wie Höhlen. Allerdings muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, solange ich nicht möglichst viel Fackeln oder sowas habe, sehe ich das nicht wirklich ein, weil die ziemlich dunkel sind. Was ich herausgefunden habe, es gibt Schimmerpilze. Die kann man verwenden, um Licht ins Dunkeln zu bringen. Aber, na gut, wenn man die alle sammeln muss, ist das in die Ätzen. Da muss man im Endeffekt beim Rausgehen wieder alle einsammeln. Weil man sie für die nächste Höhle dann benötigt. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob das wirklich das Ziel ist vom Spiel. So. Schauen wir das Monster hier vorne, ob ich das angreifen kann. Ich bin fleißig als einsam, was man sieht. Ja, den kann man angreifen. So, das wäre mal der erste gewesen. Und ich glaube, ich kann auch stehen bleiben, das würde wahrscheinlich gleich viel Schaden nehmen. Die Bären sind, glaube ich, zu stark, wenn ich mich erinnere. Sind die Bullen noch nicht. Besser nicht mit denen anlegen. Das hatten wir ja schon mal. Das war nicht so eine tolle Erfahrung. So, was haben wir hier? Schaf, Huhn. Ein Hase. Angriff der Killerhasen. Das ist immer gut, wenn sie betäubt werden. Kann man mehr drauf schießen, ohne sie einen angreifen. Gut. So, wir haben ein Lager. Ich lege mich mal kurz hin zum Regenerieren. Kann ich schlafen? Okay, jetzt hatte ich jetzt gerade Glück. Gut, ich gehe davon aus, dass die Lager nicht angegriffen werden. Wäre auch echt doof, wenn man schlafen ist und dann im Schlaf erschlagen wird. So, inzwischen wird sie schön hell in der Welt. Ach du Scheiße, ich habe eine Burg gefunden. Jetzt habe ich jetzt gespannt, ob die friedlich gesonnen ist oder nicht. Vielleicht finde ich ja da auch Werkstätten. Wo ich vielleicht einen Spinner oder so. Ja, einer den Kessel. Suche ich mal irgendwo Eingang. Okay, was ist denn das für ein Geräusch? Ja. Ich denke, soll ich wahrscheinlich früh genug rausfinden. Du Scheiße. Wenn da ein Spinner da drin ist, muss ich mich da wohl durchkämpfen. Das spricht dann auch wieder darauf hin, dass ich wahrscheinlich das wieder länger geht, beziehungsweise dass ich das Level aufsteigen muss, damit ich über sowas hinkomme. Ja. So, sind wir weg. Okay, also das ist jetzt zur Zeit noch nicht wirklich, dass ich da was weiterkomme. Ins Schloss rein wird wohl nichts. Dann lasse ich mal das außen vor, aber es gibt immerhin gibt es hier auch größere Gebäude anstatt nur Dörfer. Aber ja, ihr habt es selber gesehen. Orange ist doch zu hart.
Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt Level 2 werde, was wird dann so Horsch? Dafür muss ich jetzt wieder mal mehr Gegner finden, die ich auch schaffen kann. Zeit ist ein bisschen mau, was Gegner anbelangt. Feinde habe ich schon von weit lang zu das Orange. Rot, ach du Scheiße. Ich habe ein Lager. Betten. Ich kann ja nicht mal sagen, wodurch ich, wo ich jetzt hinlaufe. Ich kann mich mal orientieren, ich laufe eben nach Norden. Oder so, weil es kann gut sein, dass ich noch im Kreis laufe. Die werden so schaffbar gewesen, aber ich glaube 4 auf einmal ist ein bisschen heavy. Oh, das kommt sich gut, die Speicherung, da kommt ein Monster entgegen. Das ist ein Riesengebirge. Ich renne jetzt mal in dem Gebirge hin. Ich habe eh gar nichts Besseres zu tun, als zu rennen. Ein Waschbär ist er. So, ein Maulwurf. Haben wir den Opfer gefunden? Also wirklich so, es hat ziemlich wenig Gegner im Verhältnis. Also eigentlich hier in der Welt, also man muss wirklich ziemlich die Gegner suchen. Und wenn es dann mal welche hat, sind sie meistens irgendwie zu hart, dass man sie nicht schaffen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich zwei Gegner auf einmal schaffe. Ich hatte den Versuch gerade schon mal und bin dann kläglich versagt. So, die hätte ich mir mal. Mal weiter. Weiter den Berg hoch. Jetzt habe ich hier eine Grenze. Jetzt ist die Frage, was ist für eine Grenze? Hier wird eine Grenze angezeigt. Ich möchte eigentlich auch nicht runterfallen. Ah, okay. Das sind die verschiedenen Gebiete. Jetzt bin ich im Lands of Marmor. Ach du Scheiße. Also ich hatte mal das Gefühl, man kann nicht sterben im Unterfeld, aber wenn ich das hier so sehe, habe ich doch zum Anziehen runterzufallen. Ich möchte mal hier ganz nach hoch. Nur so wie die Felsen gebaut, wird das wohl nichts. So könnte es vielleicht klappen. Mit Anlauf. So, jetzt haben wir ein bisschen Überblick. Fast beim Walken. Gut, ich teste es trotzdem mal. Okay, man kann doch sterben. So viel zum Thema. Ach du Scheiße. Habe ich hier wirklich gespeichert? Nein, ich wurde hier gerade wiederbelebt. Ich bin jetzt unterhalb von dem Gebirge, wo ich vorhin runtergesprungen bin. Irgendwie müsste ich irgendwo sein. Fast von der Angaben her. So, ich speichere mal hier. Kann gut sein, dass ich hier wieder weg muss, weil es hier einfach zu schwer ist. Das kann gut sein. Vielleicht findet man hier auch neue Sachen. Ein Zauberer.
So, also wirklich ausweichen kann man den Gegner nicht. Das spricht, wenn man getroffen, wird man getroffen. Ja, man, gut, vielleicht, wenn man kriegt, hat man vielleicht ein Schild oder so, mit dem man sich verteidigen kann, aber habe ich ja leider nicht. Als Jäger. Okay, Insektenwache, die ist ein bisschen heavy. Da lassen wir mal besser schön in Ruhe. Hier vorne haben wir gerade noch Bäume oder Laub oder. Nee, das kann man nicht, oder? Nee, kann man nichts davon ab. Die müssen noch Holz. Okay. Ich hab auch hier so Pflanzen. Vielleicht kann man Bäume auch selber pflanzen mit diesen Samen. Was ein bisschen unpraktisch wäre, weil ich ja die ganze Zeit mich bewege. Heißt, ich würde sie pflanzen, die Frage, die ich je wiederfinden würde. Ich nehme immer alles mit, da ich ja nicht weiß, für was ich das Zeug brauche, vielleicht mal. Wir haben hier wieder Gegner. Orsch. Ich bin vorher immer nach Norden gelaufen und bin dann zum Gebiet gekommen. Ich denke, das Gebiet, wo ich war, ist über. Boah. Kann ich in die Berge. Mein Gott, ist hoch. Der Berg da drüben irgendwie. Wahrscheinlich. Man kann sich aber auch täuschen. So, hier haben wir den. Ich glaube, das ist ein anderer Spieler. Das ist ein Zwerg irgendwas. Den lauf besser davon. Wie gesagt, ich bin immer Level 1, das sind 3. Das ist nicht eine gute Kombi, auch wenn die jetzt leicht wären. Habe schließlich auch keine Rüstung, nix. Und da mit einem Radieschen, das greife ich mir jetzt an. So. Habe ich Radieschenstücke gekriegt, ja super. Ja, wir kommen langsam an uns selber ran, aber wir haben schon wieder mal einen Unterbruch, denn die Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Ihr könnt auch gerne Bemerkungen schreiben dazu. Schreibt mal einen Kommentar, wie ihr es fandet. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur Folge 6, ja, dementsprechend.